Chartanalyse. Alles Fake und Kaffeesatzleserei von traurigen Analysten, die die Zukunft prognostizieren müssen? Mein Standpunkt zu diesem Thema erfahrt ihr in diesem Video. Ich begrüße euch ganz herzlich und hoffe, es geht euch gut. Ja. Die Diskussion ist nicht ganz neu und auch unter einigen meiner Videos bekomme ich diese Kommentare zu lesen. Lass das doch mit den Chartanalysen, das ist alles Kaffeesatzleserei. Meistens passiert das mit einem Zwinkern und ist auch völlig in Ordnung. Diese Meinung darf jeder haben und darf sie auch kundtun. Wie schon gesagt, das Thema ist nicht neu. Fundamentalanalyse versus Chartanalyse. Ich habe euch mal hier zwei Bücher mitgebracht. Das eine ist von John F. Carter, das große Buch des Swing und Day Tradings. Hier sind zahlreiche Beispiele aufgeführt, wie man den Markt handeln kann. Das ist also ein Buch über Chartanalyse. Wie gesagt, ich stehe in keinerlei Kontakt, weder mit dem Verlag noch mit dem Autor. Und ja, ist aber ein Buch, was mir ganz gut gefällt. Geht halt um die Chartanalyse und ums Trading auf verschiedenen Zeitebenen. Also Swing Trading heißt ja dann, dass es Positionen sind, die über Wochen und Monate gehalten werden. Auf der anderen Seite dieser Schmöker, Nicolas Schmidlin, Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse, praxisnahe Einführung mit zahlreichen Fallbeispielen börsennotierter Unternehmen. Es geht hier also um Bilanzkennzahlen und wie man nach den verschiedenen Bilanzierungsmethoden erkennt, wie ist es denn nun um die Bilanz bestellt. Also wer sich dafür interessiert und näher einsteigen möchte, für den sei dieses Buch hier empfohlen. Könnt ihr in der Kommentarfunktion sonst gerne nochmal nachfragen. Aber es geht ja um die Chartanalyse. Die Frage ist, warum sollte ich mich denn überhaupt irgendeiner Analysemethode entledigen? Also, warum nicht auch Chartanalyse? Für mich, ihr wisst, ich komme vom Trading, auch vom kurzfristigen Trading. Für mich gibt es gar keine Frage. Wer also beispielsweise Daytrading betreibt, der kann das nicht auf Basis von Fundamentaldaten machen. Das geht einfach nicht, weil sich die Fundamentaldaten nicht so schnell ändern. Wenn also jemand Daimler beispielsweise die Aktie kauft und erhält sie nur wenige Stunden, dann kann er nur die Chartanalyse als Grundlage nehmen. Einfach deshalb, weil Daimler innerhalb weniger Stunden nicht veröffentlicht, wie viele Autos sie jetzt verkaufen oder wie sich neue Modelle entwickeln, welche Ideen sie haben für die Zukunft. Also auf je kurzfristiger, desto chartlastiger kann eine Analyse nur sein. Aber auch auf langfristiger Basis benutze ich die Chartanalyse. Einfach deshalb, weil ich mit dieser Methode gut zurechtkomme. Denn Chartanalyse ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Also die grafische Darstellung des Kursverlaufes, das ist ja nun nichts, was irgendetwas mit, ja weiß ich nicht, Astrodeutung zu tun hätte. Auch das gibt es an der Börse. Sondern was wir dort sehen, ist ja jeweils der gehandelte Kurs. Und genau das hat in der Realität stattgefunden. Und ich habe auch einige Kommentare gelesen, wo es steht, so ist es ja gar nicht gekommen. Das ist nicht ganz richtig. Selbstverständlich kann ich mit der Chartanalyse auch verkehrt liegen. Aber wenn ihr euch beispielsweise mal die Videos zu Gold oder Silber anseht, dann kommt am Ende als Fazit niemals raus, Gold wird ganz sicher auf 3000 US-Dollar steigen oder Gold wird ganz sicher auf 800 US-Dollar fallen. Sondern am Ende einer Chartanalyse steht immer ein Wenn-Dann-Szenario. Und das Wichtige ist, dieses Wenn-Dann-Szenario wird preislich genau fixiert. Das heißt also, so wie in den zahlreichen Gold-Videos, auch wenn ich bei einigen Kommentaren nicht ganz sicher bin, ob Sie nur die Überschrift gelesen haben oder sich das ganze Video angesehen haben, auch in diesen Gold-Videos geht es beispielsweise darum, dass formuliert wird, wenn Gold über die Marke XY ansteigt, dann ist aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit höher, und das heißt deutlich höher als 50%,
dass Gold auch dahin und dahin steigen wird. Fällt hingegen Gold unterhalb von Marke XY oder handelt weiterhin unterhalb von Marke XY, dann kann Gold weiter fallen und wird das gemäß des Abwärtstrends auch machen. Und so habe ich beispielsweise, nagelt mich nicht drauf fest, falls ich daneben liege, werde ich mir das schon früh genug anhören müssen. Also, irgendwo zwischen 1300 und 1350 US-Dollar habe ich eine genaue Marke genannt bzw. eingezeichnet in dem Video. Ich zeige euch ja dann auf dem Bildschirm, was ich da mache. Darüber muss oder musste, muss immer noch Gold ansteigen, damit der langfristige Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird. Solange gilt der momentan herrschende Abwärtstrend. Und innerhalb eines Abwärtstrends kann man natürlich Ziele definieren, die Gold dann auf der Unterseite erreicht. Und da ist noch ein wichtiges Thema, welches gerade bei Gold und Silber relativ häufig zum Vorschein kommt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber gerade bei den Edelmetallen, also wenn ich etwas über eine Aktie schreibe, über den DAX schreibe oder den Dow Jones oder ein Video darüber mache, dann sind die Emotionen, halten sich im Rahmen. Der ein oder andere ist vielleicht mal nicht so glücklich, wenn er eine gegenteilige Meinung hat, aber ich denke, es ist ja völlig klar geworden in den letzten Monaten, es geht ja da um einen Austausch. Aber bei Gold und Silber, wenn da in irgendeiner Form ein negatives Szenario beschrieben wird, dann ist der Aufschrei relativ groß, zumindest bei vielen. Und ihr könnt, und es ist völlig in Ordnung, wenn man eine andere Meinung hat, das meine ich ganz ehrlich, denn es ist ganz natürlich, wenn wir einen beispielsweise einen Großteil unserer Vermögensanlage auf eine Anlageklasse gebündelt haben, dass wir dann nicht happy sind, wenn diese Anlageklasse sich nicht wie gewünscht entwickelt, ist ja klar. Aber ihr erkennt relativ leicht bei Kommentaren, ob, na sagen wir mal, ein gewisses Bias dahinter steht, wenn jemand schreibt, Tausende von Experten sagen, das ist das Warnsignal Nummer 1, nicht nur bei mir im Kanal, auch anderswo, oder, und das ist mein absoluter Favorite, es ist mathematisch bewiesen, dass. Wenn ihr diese beiden Formulierungen seht, zahlreiche oder Tausende von Experten wissen oder behaupten das, es ist mathematisch bewiesen, dass, oder es kommen Verstärkungen wie anders als so kann es gar nicht. Wenn diese Warnzeichen auftauchen, dann könnt ihr davon ausgehen, es ist nicht aus der Luft gegriffen, aber das hat mit einer Analyse nichts zu tun. Egal, ob wir uns fundamental einem Thema nähern oder ob wir uns charttechnisch einem Thema nähern. Wenn wir von vornherein ausschließen, dass es auch anders kommen kann, als wir das analysiert haben, dann handelt es sich eben nicht mehr um eine strategische Geldanlage, sondern, das kann ja auch ganz angenehm sein, dann handeln wir nach unserem Bauchgefühl und sind nicht mehr bereit, andere Meinungen zuzulassen. Kann man machen. Der ein oder andere fühlt sich vielleicht auch besser damit. Aber wer ausschließt, dass er daneben liegt, der unterliegt natürlich in der Geldanlage einem erhöhten Risiko, einfach deshalb, weil er keine alternativen Szenarien mehr im Kopf zulässt. Und das ist gefährlich, sowohl wenn man besonders bullisch für eine Anlageklasse ist, als auch wenn man besonders bärisch für eine Anlageklasse ist. Es klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber das Einzige, wie man diese Falle umgehen kann, ist, indem man zumindest im gewissen Maße eine Diversifizierung zulässt. Also es gibt durchaus viele, na sagen wir mal, Anleger, die gegenüber dem Aktienmarkt aufgrund der hohen Bewertung so skeptisch sind und das schon seit Jahren, dass sie schlicht und einfach nicht in Aktien investieren und deshalb die, zumindest statistisch betrachtet, beste Anlageklasse komplett außen vor sein, weil sie eben dauerpessimistisch sind. Ist, wie gesagt, die eigene Entscheidung. Aber bei einer Diversifizierung, wenn man also sagt, ich nehme einen Teil des Kapitals in Edelmetalle, einen Teil in Aktien, privat vielleicht auch in Immobilien, in Fremdwährung, was auch immer,
dann geht man davon aus, dass sich Anlageklassen eben nicht immer in eine Richtung bewegen. Wer also nur in Gold und Silber spekuliert und auf den ganz großen Zusammenbruch des Systems wartet, der hat zum einen vermutlich relativ häufig etwas schlechtere Laune und ist zum anderen eben kein strategischer Anleger mehr, sondern setzt alles auf eine Karte. So. Und deswegen ist die Chartanalyse als auch die fundamentale Analyse für mich ein hilfreiches Instrument in der täglichen Arbeit. Beim Trading sowieso, habe ich euch erklärt. Da brauche ich die Chartanalyse, aber auch sonst halte ich es in der Geldanlage gerne damit, dass ich versuche, so viele Fakten wie möglich zusammenzutragen und dann am Ende immer noch gedanklich in Betracht zu ziehen, dass meine Analyse auch verkehrt sein kann. Tja, möglicherweise verpasst man dann eines Tages den ganz großen Home Run, aber dieser Home Run muss dann auch schon sehr, sehr groß sein, um das wieder aufzuholen, was ein strategischer Investor über Jahre hinweg aufgebaut hat. Ja, soweit also zur Chartanalyse. Hinterlasst gerne in der Kommentarfunktion eure Meinung dazu und ansonsten kann ich nur, wenn ihr sagt, ich möchte mich diesem Thema der Geldanlage auf strategische Art und Weise etwas nähern, dann schaut mal vorbei auf www.lars-erichsen.de. Da erhaltet ihr nämlich ein kostenloses E-Book zu diesem Thema gratis im Download. Ist kein Abo dahinter, keine weiteren Verpflichtungen. Ihr müsst auch nichts abbestellen. Völlig gratis. Einfach mal anschauen. Und ansonsten, wenn ihr sagt, weder mit der fundamentalen Analyse noch mit der Chartanalyse beschäftige ich mich, dann, ja, dann müsst ihr einfach weiter diesen Kanal schauen und sehen, wie ihr trotzdem etwas für euch mitnehmt. Zum Beispiel, indem ich mir eure Aktien ansehe. Im dritten Teil ist es nämlich soweit. Zweimal habt ihr mir schon, oder beziehungsweise in zwei Videos habe ich schon eure Aktien unter die Lupe genommen, im Kurzcheck wohlgemerkt. Und ein dritter Teil folgt noch in dieser Woche am Mittwoch. Auch dort werde ich nicht alle Aktien besprechen können, insbesondere nicht diese kleinen Penny-Stocks. Damit beschäftige ich mich überhaupt nicht. Aber schaut mal rein, vielleicht ist eure Aktie, die ihr mir vorgeschlagen habt, ja mit dabei. Das war's also für heute und ja, dann einfach Kanal abonnieren und dabei bleiben. Also, macht es gut, schönen Abend, bis dann.